Der Bison ohne Herde. Guten Tag, du lauer Wind und du helles Licht. Das müssen wir auskosten, großer Grauer. Ja! Hey, lass uns hier mal kurz anhalten, kleiner Donner. Ich hab da vorne was gesehen. Hey, was? Oh. Bison. Geh nicht so dicht dran, Yakari. Das ist gefährlich. Alles in Ordnung? Aber du bist ja verletzt. Keine Angst. Wir zwei sind keine Jäger. Ich heiße übrigens Yakari. Oh, und ich dachte, ihr gehört zu denen, die mich schon seit heute Morgen verfolgen. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Ein Glück nur, dass deine Haut sehr dick ist. Der Pfeil ist nicht tief eingedrungen. Regenbogen wird dir helfen. Sie kennt sich sehr gut mit Pflanzen aus. Aber vor allem müssen wir diese Jäger abschütteln. Vielen Dank, Yakari. Ich heiße Sandige Stirn. So können die Jäger deine Fährte nicht mehr verfolgen, Sandige Stirn. Hör doch mal. Mustangs. Schnell, verstecken wir uns. Ach, so ein Pech. Die Fährte des Bisons hat sich plötzlich in nichts aufgelöst. Unbegreiflich. Verletzt, wie er ist, kann er nicht weit sein. Die Nacht bricht bald an. Reiten wir zurück ins Dorf. Morgen früh kommen wir wieder. Sei ganz ruhig, sie sind ja weg. Du hast nichts zu befürchten. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen einen Ort finden, an dem wir dich pflegen können. Das hätten wir. Er muss sich jetzt erstmal richtig gut ausschlafen, aber er wird noch eine ganze Weile sehr geschwächt sein. Du musst zu deiner Herde zurück. Ich kann dich hinführen, wenn du willst. Ich sollte derjenige sein, der meine Herde führt. Das ist meine Aufgabe. Und die muss ich auch erfüllen. Aber dazu bist du zu schwach. Vor ein paar Monaten wurde meine Herde von einer Gruppe Jäger angegriffen. Wir wollten gerade in ein neues Gebiet ziehen. Bei dem Angriff wurde unser alter Späher Wilder Wind von ihnen getötet. Ich bin der Älteste und wurde darum ausgewählt, ihn zu ersetzen. Ich muss meine Herde so schnell es geht zu einem anderen Weidegrund führen, bevor die kleinen Bisons auf die Welt kommen. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Ich fühle mich schrecklich schwach und ich bin so durcheinander. Ich habe Angst, dass ich meiner Herde nicht mal mehr den richtigen Weg zeigen kann. Du wirst wieder gesund werden. Du wurdest doch nicht umsonst ausgewählt. Deine Erfahrung wird dir schon helfen. Ich helfe dir auch. Und zusammen werden wir es ganz sicher schaffen, Sandige Stirn. Ich werde dem Stamm sagen, dass du so bald wie möglich nach Hause kommst, Yakari. Viel Glück! Wie geht es dir heute Morgen? Bist du bereit? Ja, danke. Deine Freundin hat ein Wunder vollbracht. Ich weiß, dass wir zu den großen Ebenen mit dem grünsten und dem saftigsten Gras ziehen müssen. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Tut mir leid. Wir sehen mal, wo das Moos wächst. Hier, auf dieser Seite. Das Moos wächst immer auf der kühlen und feuchten Seite. Also geht's in die Richtung. Hier ist das Wasser zu tief zum Überqueren. Wir müssen eine andere Stelle finden.
Das kann den ganzen Tag dauern. Als Wilder Wind noch bei uns war, sind wir mit der Herde schon einmal an diesem Ufer vorbeigekommen. Er hatte Freunde hier, die ihm geholfen haben, die richtige Stelle zu finden. Redet da etwa jemand von dem alten Schlawiner Wilder Wind? Ja, ich, Wilder Wind, war mein Freund. Na, das ist ja toll. Dann werden wir euch auch zeigen, wie ihr rüberkommt. Freunde von Wilder Wind sind auch unsere Freunde. Bitte schön, hier ist es. Hier ist das Wasser flach genug. Danke, ihr Otter. Ist das komisch? Hast du den Bauchklatscher gesehen? Oh ja. Tut uns leid, Freunde, da haben wir uns wohl irgendwie geirrt. Das war wirklich ein dummer Streich. Wenn ihr wollt, dass wir euch die richtige Stelle zeigen, dann müsst ihr euch das erstmal verdienen. Verdienen? Wie denn? Schneller! Schneller! Der Ausritt ist hiermit beendet. Oh nein! Nochmal! Oh nein! Jetzt müsst ihr euer Versprechen einlösen. Zeigt uns die Stelle, wo wir den Fluss überqueren können. Na los, absteigen, ihr zwei! Wir wollten doch nur ein bisschen Spaß. Wilder Wind ist viel lustiger als ihr. Der lässt uns immer auf seinem Rücken reiten. Ja, aber Wilder Wind wird nicht wiederkommen. Er wurde von Jägern getötet. Was sagst du da? Ab jetzt nehme ich seinen Platz ein. Ich bin es, der von nun an den richtigen Weg für meine Herde finden muss. Oh, das ist aber wirklich sehr traurig. Tröstet euch, Otter. Wenn ich zurückkomme, dürft ihr auf meinem Rücken reiten. Das verspreche ich euch. Gut, dann werden wir euch jetzt mal die richtige Stelle zeigen. Hier ist sie. Beeilt euch. Findet die Weidegründe und macht dem Namen von Wilder Wind Ehre. Nein. Ich muss mich wohl geirrt haben. Ich erkenne diese Gegend nicht wieder. Ich sehe Schlamm. Da! Der Boden ist hier nach den Regenfällen des Frühjahrs vollkommen aufgeweicht. Die Bisons sind zu schwer, um hier durchzuziehen. Das ist nicht der richtige Weg. Wir müssen über den Bergkamm gehen. Tja, in solchen Momenten sind vier Beine doch sehr praktisch. Wirklich wunderschön, aber ich erinnere mich nicht an diese Landschaft. Pass auf, sandige Stirn! Danke, kleiner Donner. Du hast mir das Leben gerettet. Dieser Weg ist viel zu gefährlich für die Bisons. Du musst dich geirrt haben, sandige Stirn. Versuch, dich zu erinnern. Aber ich kann mich nicht erinnern, Yakari. Es tut mir so leid. Ich bin zu nichts mehr zu gebrauchen. Jetzt reiß dich zusammen. Ich bin ganz sicher, es fällt dir wieder ein. Na gut, dann gehen wir jetzt hier lang. Ein Adler! Das ist ein Hinweis. Ich glaube, du liegst richtig, sandige Stirn. Los, weiter. Aber diesmal vorsichtig. Ja, hier ist es. Ich erkenne es wieder. Das ist die große Ebene, die ich gesucht habe. Dank deiner Hilfe, Yakari, habe ich den richtigen Weg für meine Herde gefunden. Und dank meines Totems. Ich bin so froh, dass... Hey! Achtung, Yakari, er kommt wieder! Geh beiseite, kleiner Donner. Das übernehme ich. Meine Haut ist dicker als deine, Kleiner. Warte, sind das deine Jungen da? Sie sind hinter dem Felsbrocken eingeklemmt. Misch dich hier nicht in meine Angelegenheiten. Das ist ganz allein meine Sache. Aber wollen wir sie nicht lieber gemeinsam befreien, anstatt zu kämpfen? Aber diese Felsen sind viel zu schwer.
Wenn wir die Felsen zu viert schieben, dann schaffen wir es ganz bestimmt. Na gut, aber es ist unmöglich zu schaffen. Na los, zieht! Ich habe doch gesagt, es ist unmöglich. Es fehlt nicht mehr viel, dann haben wir es geschafft. Reg dich schon ab, Puma, sonst kriegst du es mit mir zu tun. Nein, sandige Stirn. Warte. Oh. Oh, das ist heute schon das zweite Mal. Ich weiß, wie wir den Felsen wegkriegen. Es kann losgehen. Gut gemacht, ihr zwei. Ja, so müsste es uns eigentlich gelingen. Na los, schieben! Kommt schon! Weiter! Ach, meine Kleinen. Ach, du hattest recht, Yakari. Man darf die Hoffnung nie aufgeben. Meine Jungen sind gerettet. Ich danke dir, Yakari. Hier geht's lang. Immer mir nach, ihr Bisons.